Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Was zuletzt in Arkham City geschah? Was ist das denn? Neuen Let's Play Batman Arkham City. Mit Paxis. Ach so, das ist dann einfach noch so eine Zusammenfassung oder was? Ja. Charaktertrophäen, da haben wir ein paar neue, glaube ich. Und zwar Mad Hatter Batman, der super mega hässlich aussieht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Guckt euch das Gesicht an. Oh Gott. Sieht echt aus wie dieser Donnie Darko-Kack, ey. Das gibt's gar nicht. Total horrormäßig. Bah. Sind das eigentlich oben seine echten Zähne oder sind die an der Maske dran? Die müssten eigentlich an der Maske dran sein, oder? Man kann es nicht richtig sehen. Was haben wir noch? Mad Hatter. Ja, dieser kleine verrückte Hutmacherzwerg mit seinem geflickten Mantel. Da steht eigentlich nur aus Flicken. Was steht da? In this style. 10-6, okay. Ziemlich hässlich. Ich glaube, das war es aber schon. Nur zwei Stück oder was? Ja. Entwürfe, ach so. Batman und Catwoman. Okay. Ja. Mhm. Batman stellt den Pinguin. Okay. Mad Hatter Batman. Mit auslaufenden Augen, auch nicht schlecht. Die Mad Hatter Welt. Ja. Uhr. Taschenuhr. Was stand da? Die Tee-Party des Mad Hatters. Warum gibt's denn gerade von dem sein. Von seinem Nebenquest mit diesem Mad Hatter, warum gibt's denn da gerade so viele Bilder? Nur, dass es hier halt richtige Hasen sind, wie es aussieht. Als wir aber an der Stelle in dem Spiel waren, waren es einfach nur irgendwelche Gegner mit einer Hasenmaske auf. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Die Dächer von Arkham City. Ah, ich hätte gerne so ein Artwork als Bild. Das könnte ich mir dann irgendwo hinhängen. Mr. Freeze Labor. Sehr schön. Allerdings war da nicht ganz so viel Eis, als wir da waren. Die mechanischen Wächter von Wonder City. Ich habe echt gedacht, dass wir gegen diese Wächter mal kämpfen müssen. Aber da hat mich wohl geirrt. Also entweder kommt's noch, wobei ich das kaum glaube. Oder man muss halt einfach nicht dagegen kämpfen. Und jetzt mal weiter in der Story. Wir sind jetzt, glaube ich... Ach ja, ach jetzt sind wir ja an der Stelle, wo wir nicht wissen, wie wir weiterkommen. Fuck! Ich habe gar nicht daran gedacht. Ich habe auch nicht geguckt, wie es funktionieren könnte. Also ich habe mir da nicht online irgendeine... Ich werde jetzt mal erklären, wie es aussieht. Irgendeine direkte, Komplettlösung angeschaut. Ach, jetzt fangen wir hier an, oder was? Auch weiterhin gewinnen. Also auch noch weiter hinten, oder wie? Ach, na gut, komm. Ach, das war gar nicht der Plan. Ich hätte die einfach so ausschalten können. Ach, wie ärgerlich. Das regt mich jetzt aber gerade auf, muss ich zugeben. Komm, wir machen es einfach nochmal. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte mich ducken und nicht dieses Eisding werfen. Ich werde jetzt mal erklären, wie es aussieht. Der Joker gewinnt. Du und dein Bob. Was macht Batman hier? Ach so, das geht sowieso nicht, weil der Typ diesen scheiß Schutz hat. Na toll. Sieh mich an. Das hätte man mir auch mal eher sagen können. So, jetzt nerv nicht rum, Kollege. Ich glaube, ich habe ihn gerade sehr aggressiv in die Maske gegriffen. Ja, der Typ greift mich doch an, wenn ich ihn rette. Bitte, hol mich hier runter.
Hallo. Was für ein Assi, oder? Wir retten ihn und dann greift er uns an. Schwein. So, da oben gab's, glaube ich, nichts. Ne, nicht direkt zumindest. Können wir hier drinnen irgendwas machen? Ja. Naja, es bleibt erstmal nichts anderes übrig, als wieder an die Stelle zu kommen, wo wir das letzte Mal hängen geblieben sind. Und ich hoffe mal, dass ich diesmal irgendeinen Geistesblitz habe und weiß, wie das... Was? Ich weiß, wie das weitergeht. Ziehen wir uns mal zur Seite. Wir könnten ja mal versuchen, das Ding da oben zu holen. Der Batclaw. Haben wir es sogar geschafft. Okay, falls wir hier vorbeikommen. Na los, Batman. Komm. Ach, die wollen uns doch nicht erzählen, dass wir nicht mehr rauskommen, oder? Kann ich... Ach nee, ich kann keinen... Moment, vielleicht machen wir das so. Ja, komm. Sehr gut. Okay. Jetzt hier rüber. Die Strömung ist schon extrem stark, muss man sagen. Ach komm jetzt. Los. Also. Ich habe mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber Sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben, oder? Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Tja, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Was zur Hölle? Sollen wir hier tun? Ich muss logischerweise irgendwas übersehen. Und wenn ich dann weiß, was es ist, werde ich mir denken, oh, das war ja total mega einfach. Ist halt nur die Frage, was ist hier total mega einfach? Ich komme auch nirgendwo hoch, oder? Komme ich eigentlich mit dem Ding darüber? Nee. Was könnte das denn sein? Hallo? Das letzte Mal konnten wir doch einfach rüberspringen. Ach, er geht direkt auf der richtigen Seite nach oben. Perfekt. So, was übersehe ich? Was zur Hölle übersehe ich? Meiner Meinung nach müssen wir halt irgendwie an das Ding da drüben rankommen und da einfach eine Stromladung reinschießen, aber... Kommt halt leider nicht durch. Ist halt schon irgendwie. Vielleicht einen ferngesteuerten Batarang hier durchschießen? Also, zumindest können wir einen ferngesteuerten Batarang durchschießen. Probieren wir mal, ob wir irgendwo damit irgendwas anstellen können. Ah, da kommen wir durch. Alles klar. Ja, es sieht jetzt wahrscheinlich nicht so schwer aus, wie es eigentlich ist, dieses Ding zu steuern. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Das ist echt nicht so geil. Ach. Ist halt auch relativ schnell. Das heißt, man muss sich schon entsprechend beeilen. Ach nein. Komm schon. Oh nein. Ja, ich sollte schon in weiten Bogen fliegen, sonst wird das nichts.
Sein Batarang hält genug Spannung aus, um die Sicherungen zu überladen. Ja, okay, aber ich muss halt erstmal treffen, ne? Oh, zählt das immer noch nicht als getroffen? Wie genau muss man denn da drauf zielen? Was? Muss ich das rote Ding da oben treffen, oder? Hä? Er hat auch gerade eben selbst gesagt, dass ein Batarang genug aushält, um das Ding zu überladen, aber... Was mache ich denn hier gerade falsch? Das verstehe ich nicht. Hä? Irgendwas scheine ich falsch zu machen, aber ich weiß gerade nicht so richtig was. Ah... Ja, großer Bogen. Ah! Oh mein Gott! Was für ein verkackt schweres Rätsel! Wie soll man denn da einfach so drauf kommen? Das war jetzt ja mehr oder weniger Zufall, dass ich da durch den Strom fliege. What the? Also, ich bin trotzdem sehr, sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, ohne irgendwie nachzugucken. Aber wer hier irgendeine Komplettlösung reinguckt, ja... Dem ist es zu verzeihen, weil das ist ja wirklich mal ein total schweres Rätsel. Hä? Meine Herren, also das war jetzt nicht von schlechten Eltern. So, es dauert mir zu lang. Ziehen wir uns mal mit. Dabei ist die Ströme doch einfach total schnell. Also eigentlich müssten wir das doch so schaffen. Müssen wir jetzt hin? Da hoch? Sieht ganz danach... Oh, was haben wir da? Aber nicht für uns, sondern für Catwoman. Oh, Moment. Habe ich da gerade eben... Ja! Das war der Plan. Daneben ins Wasser springen. Da oben haben wir nämlich so ein Rohr zum Abziehen und da will ich natürlich hin. Ein Rohr, sage ich schon. Da haben wir einen Eingang zu irgendeinem, keine Ahnung, kleinen Schacht halt. Da versteckt sich auf Garantie eine kleine Riddler-Statue und ja, die ist relativ einfach zu holen, sage ich doch. Wir kommen wieder mal nicht einfach so hier raus. Wie gemein. Und jetzt soll ich einfach runterfallen, oder was? Ja, soll ich. Aber da wir ja sowieso auf der richtigen Seite rauskommen, perfekt. Und jetzt mal weiter. Also war auf jeden Fall gerade das schwierigste Rätsel bisher, würde ich sagen. Vor allem die Sicherheitsstufe, die da unten rechts angezeigt wird, ist immer maximal 2. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, mal eine größere gesehen zu haben. Aber das hier scheint ja schon ein schwieriges Rätsel zu sein. Schwärmerisch. Okay. In welche Richtung soll ich denn jetzt? Ach so, jetzt sind wir wieder am Anfang. Alles klar, sagt mir das doch. Wir müssen also in die Richtung. Und ich glaube, wir müssen irgendwie den Wagen da wegbekommen. Oder können wir das so rausziehen? Nee, natürlich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, wir können den Wagen einfach wegziehen, oder? Da nichts zum Ziehen? Sieht nicht so aus. Ah, hier müsste das Ding nicht noch festhalten können an dem komischen Drehding. Na gut.
Ah. So. Es macht doch noch halb so viel Spaß, die Figuren einzusammeln, wenn Riddler nichts dazu sagt. Stufenaufstieg, ja, puh. Was nehmen wir jetzt? Seilwerfer Drahtseil, was macht das? Diese Verbesserung des Seilwerfers ermöglicht es dir, dich von oben auf das Seil zu begeben und daran entlang zu balancieren. Man kann damit neue Ausgangspositionen erschaffen, von denen aus man beobachten, angreifen oder Riddler-Trophäen einsammeln kann. Während du dich auf dem Seil befindest, kannst du dich über einen Gegner bewegen und ihn mit einem Sprungangriff oder einem Gleittritt attackieren. Freeze-Mine brauchen wir auch nicht. Kryptographie, Energieverstärker, Schallbattering. Ich glaube, dann würde... Oh, hab ich immer die falsche Taste drück. Ich glaube, dann würde ich mal... Spezial-Multi ausschalten. Nee, wo ist denn... Habe ich das schon gelernt mit dem Runterspringen und so? Hä? Gezielter Freeflow. Klingenducken ausschalten. Das brauche ich alles nicht. Das will ich alles nicht lernen. Ich weiß halt nicht, wie oft ich noch mit der Catwoman spiele oder ob ich überhaupt nochmal mit Catwoman spiele. Deswegen habe ich eigentlich gar keinen Bock, die zu verbessern, aber ich mach's trotzdem mal. Weil die anderen Sachen brauche ich eh nicht. Clown, ich kann leider nicht ans Telefon gehen. Ich mache streng gehalten. Steht hier etwa jemand? Ach so. Du bist es. Schon gut, Sie sind sicher. Hast du ein Glück. Ich hätte dich damit umbringen können. Glauben Sie mir, wenn jemand mit einem Eisenrohr auf mich losgeht, bekommt er nicht die Gelegenheit, sich zu entschuldigen. Was ist geschehen? Ich habe getan, was du gesagt hast. Ich habe mich versteckt und sie beobachtet. Die haben im Nachbarraum irgendwelche Dinge auf dem Boden platziert. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Funktioniert das? Sehe ich besorgt aus? Besorgt? Nein. Krank? Sehr. Du siehst schrecklich aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie zurück in Ihr Versteck. Ich kümmere mich um die Minen. Sehe ich besorgt aus? Geile Antwort. Richtig geile Antwort. Oh. Vor allem, der sieht schrecklich aus im Sinne von krank. Ich finde nicht, dass er krank aussieht im Gesicht. Diese komischen schwarzen Adern, die er mal gehabt hat, sind weg. Seitdem er dieses Blut genommen hat von dem Dämon Rasgul irgendwas Kunde. Sein Anzug sieht halt scheiße aus. Also, er sieht verletzt aus, leichte Schürfwunden etc., aber wirklich krank. Ich rede mal mit ihr nochmal. Bitte, lass mich nicht so lange allein. Ja, ja, ich gebe mir Mühe. Aber ich habe die doch vorher gesehen. Wir hätten da ausweichen können. Ich wusste doch, dass sie da steht. Finde Joker im Stahlwerk. Ja, das wird jetzt sehr lange wieder dauern, bis wir uns da durchgekämpft haben, denke ich mal. Nicht mal mit deinem. Oh, und alle haben Knarren, was sonst? Und was dann? Hat sie es getan? Natürlich. Ich meine, sieh mich doch an. Ich bin heiß. Was ist mit Jake? Er sieht besser aus, oder? Nun gut, dann wollen wir mal versuchen, einen nach den anderen auszuschalten. Er sah noch beschissen aus und heute, der echte Joker ist zurück. Gott sei Dank, Mann. Ich meine, wer bitteschön will Harley als Boss? Jetzt mal unter uns, die ist doch noch irrer als er. Oh, Mr. J, bitte tu mir noch mehr weh. Okay, mein Schatz. Kümmer du dich doch schon mal um Batman, während ich meine tollkühne Flucht plane. Ihr solltet hoffen, dass sie das nicht gehört hat. Genug von dem Mist. Seht zu, dass ihr die Minen legt. So, die haben sich ausgesprochen. Also sie mögen Harley Quinn nicht. Wobei, wer von den beiden verrückter ist... ...ganz toll vor, Batman aufzuhalten. Ja? Batman hat gar keine Chance. Aber wer von den beiden jetzt wirklich verrückter ist, da möchte ich mich nicht wirklich streiten. Boah, ey, das sind doch 100 Leute. Fuck, sind das viel. Wie nehme ich denn da mal einen besten? Den da. So, Nummer 1. Boah, hier unten ist es doch total mega heiß. Guckt euch an, wie hier alles dampft. Wir gehen mal nach oben, weil jetzt kommen eh alle Typen wieder zu dem, wo der liegt, also der Leiche. Hier drüben.
Vielleicht schaffe ich es ja einen vorher auszuschalten, bevor er hinlaufen kann. Der da vielleicht. Ja. Hey, wach auf, Mann. Komm, wach auf. Ah, nee, doch nicht. Schade. Kümmern wir gleich mal um den. Ach so, da liegen ja Minen, fällt mir gerade auf. Das war's. Wir sind erledigt. Was zum Henker machen wir denn jetzt? Was mach ich denn mit den Minen? Wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Zeig dich, Feigling! Sprengladen, die Bewegungssensor verbunden sind. Bewegungen in der Nähe führen zu Explosionen. Kann ich die nicht damit ausschalten, mit dem komischen Freeze-Ding? Ach, was für ein Scheiß. Wo ist er hin? Sagt mir mal jemand, wo er ist. Ach so, ich kann die explodieren lassen, aber... Was ist hier los? Das kann doch nicht normal sein. Wenn ich die also ausschalte, werden die laut, logischerweise, weil sie dann explodieren. Das deckst dich im Dunkeln, was? Hab eigentlich gehofft, dass das nicht passiert. Na gut, ich würde sagen, wir nehmen uns den Raum beim nächsten Mal weiter vor. In diesem Sinne, ein bisschen abhängen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefällt. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.